Moin zusammen, ich grüße euch alle. Herzlich willkommen zurück zu diesem Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es wieder mal darüber nach Frankreich. Meine Cornet-Messer dürften bekannt sein. Das Vandeduc von Fred Perrin, das La Creole, sprich ein Pradel in der Duc-Duc-Familie und ein Duc-Duc in der mittleren Größe selber, was ich sehr häufig benutze. Was definitiv ein sehr guter Begleiter ist. Spartanisch mit gefaltetem Griff, Jalan-Messer von Cornet hier. Heute dazu ein Neuzugang, beziehungsweise den habe ich schon ein bisschen länger. Habe ich aber noch nicht vorgestellt, wird mal höchste Zeit wieder. Geliefert der Neuzugang hier in dieser Lederpouch, die ist aus Echtleder. Also das ist ein ganz anderes Leder als beim Wolfgang's Gentle Curved. Das ist nicht so ein glattes Leder, so ein raues Leder, also richtig echt. Auch, wie es aussieht, auch zusammengenäht. Ja, holen wir mal raus, das Schätzchen. Wir haben heute von der Familie Duc Duc, beziehungsweise von Cornet, von der Firma Cornet, ein Lethier-Messer. Das Lethier Duc Duc in der Edelversion in Edelstahl. Natürlich ist diese Variante zwar edel, hat aber den Nachteil, dass Fingerabdrücke und Dreck sehr, sehr schnell sichtbar sind. Ansonsten ist das Messer auch richtig schön verarbeitet. Hat auch einen etwas stolzen Preis gehabt, um die, ich glaube, 70 oder 80 Euro. Ist in dem Sinne auch jetzt nicht kein gefaltenes Messer, sondern man hat die Außengriffe, das sind ja richtige Platinen, zusammengenietet, wie man schon sehen kann. Ja, das Duc-Duc-Zeichen des Schamanen definitiv auf jeden Fall mitgegeben. Das Duc-Duc ist bei Cornet, sag ich mal, das beliebteste und meistverkaufteste Messer weltweit. Im Mittelmeerraum nicht mehr wegzudenken. Selbst die Nordafrikaner kennen das gute Gerät. Auch aus der unrühmlichen Vergangenheit des Algerienkrieges ist das Duc-Duc seit der Zeit auch nicht mehr wegzudenken. Hat auch die Fremdenlegion eine Zeit lang benutzt. Also, ja, dürfte bekannt sein. Gut, gut. So, mitgeliefert hat man bei dem Messer in der Packung hier auch ein Echtzeitzertifikat von der Firma Cornet mit dem in einer kleinen Geschichte der Gilde von Thiers. Ja, diese Gilde in Thiers gibt es schon, wie es aussieht, seit über 500 Jahren. Oder nahezu 500 Jahren. Die auch sämtliche, naja, zumindest die angesehensten Messerfirmen in Frankreich beinhaltet. Und die Führer dieser Gilde entscheiden da oft auch daraus, welche Messer wo rausgebracht werden und welche Firma in Frankreich überhaupt ein Lethier-Messer überhaupt rausbringen darf. Im Gegensatz zum Lagiol ist das Lethier-Messer nämlich patentiert. Und zwar bis in alle Ewigkeiten. Da haben die Leute in Thiers wirklich Wert darauf gelegt. Ja, es gibt verschiedene Thiers-Messer. Das ist bekannt. Ich habe euch dazu schon mal, ja, vor einiger Zeit schon mal ein Lethier-Messer vorgestellt. Das ist nämlich das Baribal. Das ist nämlich ein Lethier-Jagdmesser von der Firma Le Sabot. Die haben auch ein normales Lethier-Messer, aber das ist hier das Jagdmesser, das in Lethier-Form. Man erkennt es an der Griffform auch. Und ja gut, die Klingenform kann natürlich abweichen, aber die Statuten dieser, ja, Etigenrunde in Thiers bestimmt auch, wie ein Lethiermesser auszusehen hat und welche Maße es haben soll. Sowas zum Beispiel. Gut. Aber um das Baribal selber geht es heute mal nicht. Sondern um das Schmuckestück hier. Das Duc-Duc-Lethier. Gibt es auch in anderer Griffbeschallung, nicht hier, nicht nur Edelstahl. Ich meine, der Schnorres 58, der Christoph, der hat eins mit Holzgriffschlangen. Kann mich zwar täuschen, aber ich meine, er hätte sowas auch mal gezeigt.
Gut, ich habe hier die Variante mit Edelstahlgriffen. Slipjoint, keine Verriegelung, wäre theoretisch 42er konform. Hat einen Halbstopp, wie man sieht. Eine stramme Feder, üblich für französische Taschenmesser. Und eine Klinge, auch mit der ja, Duk-Duk-ähnlichen Form. In dem Fall eine Clip-Point-Klinge. Heute mal ohne Modifikation, sondern richtige Clip-Point-Klinge. Also geschwungenes, kleiner Piratensäbel, sag ich mal. Bowie-Klinge. Klingenrücken sehr scharf angeschliffen, könnte man theoretisch einen Firesteel anreißen, aber wer bitteschön möchte bei so einem edlen Messer einen Firesteel anreißen? Also ich bestimmt nicht, dafür ist mir viel zu schade. In dem Sinne ist das bei mir reine Sammelleidenschaft, benutze daher auch dann lieber doch mein normales Duk-Duk. War auch gar nicht so einfach, so ein Ding noch zu bekommen, weil inzwischen gibt es sie kaum noch hier in Deutschland. Der Stahl, ein C70-CD15, das müsste einem 440C-Stahl entsprechen, also einen rostträgen Stahl. Es gab in der Vergangenheit auch rostträge Duk-Duks, die hatten denselben Stahl, wenn man nicht gerade den Carbonstahl hat, wie ich hier. Mal den mal belassen. Man hat Klinge wie Messer, auch die Federn drinne auch hochglatt poliert. Ich hoffe, das kann man sehen. Das ist wirklich eine Liebe zum Detail, die ist schon sagenhaft. Weil die Franzosen, die haben ja wirklich das Ensemble-Taschenmesser wahrlich schon perfektioniert. Allein schon die hunderte von regionalen Taschenmessern, die es gibt in Frankreich. Das ist wirklich aus meiner Sicht das Land der Taschenmesser, wenn es nicht gerade die Schweiz ist. Also gibt da so viele Taschenmessersorten, wie es bei uns hier in Deutschland Käsesorten oder Brotsorten gibt. Eigentlich schon Wahnsinn. Ja, das Messer hier selber ist auch kein Schnäppchen gewesen. Also in meinem Fall waren das um die 80 Euro. Ja. Wie es aktuell kostet, weiß ich nicht. Das war zumindest der Preis von vor anderthalb Jahren. Ja. Hat auch eine stattliche Größe. Also auch keine Öse verländert hinten wie die anderen Kone-Messer, sondern das ist wirklich ein edler Gentleman-Folder, wie man so schön sagt. Also für einen Worker würde ich das Ding definitiv nicht halten, zumindest dieser Version nicht. Mag sein, dass die anderen Versionen mit anderer Begriffsbeschreibung vielleicht mehr Richtung Arbeitsmesser gehen, aber das ist hier definitiv mehr Edelstahlgriffen, eher eine, ja, ich sag mal, eine Edelversion. Jo, gut. Machen wir mal kurz die Maße klar. So. Na, ein bisschen mehr. So, jetzt haben wir es. So, wir haben gute 23 cm Gesamtlänge am ausgeklappten Messer. Wir haben 10 cm Klinge, davon 9,2 scharf. Aber das ist schon ein stattlicher Brummer. Definitiv größer als das normale Duk-Duk hier. Wir können ja mal das Variable daneben halten, so spaßeshalber. Selbst das ist bei weitem nicht so, Moment, jetzt, bei weitem nicht so groß in der Länge. Aber die Griffe sind annähernd gleich lang. Hat wieder mit den Statuten aus Tier zu tun von der Gilde, dass ein Griff von der Form her immer genauso sein muss und auch ungefähr in der Länge dieselben Maße haben muss, wie man unschwer erkennen kann. Ist das hier definitiv auch der Fall. Ansonsten, wie gehabt, sehr, sehr dünn ausgeschliffen, unter 0,3 der Schneidphase, ein Slicer vor dem Herrn, dass man mit nicht hebeln, hacken und hauen sollte, dürfte jedem klar sein. Klingenstärke sind 2,5 mm, also das ist schon auch recht ordentlich. Ja. Schönes Teil. Also kann ich nur sagen, Wahnsinn. Jo. So viel zum Letiermesser von Kone, dem Duk-Duk Letier. In der Edelversion mit den Edelstahlgriffen.
Ja, so viel dazu. Ich würde sagen, das soll's gewesen sein. In diesem Sinne, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschö.